Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play FIFA World Cup Brasil. Halbfinale gegen Brasilien, Deutschland gegen Brasilien. Und wir starten das Spiel einfach mal. FIFA ist im Moment nicht dabei. Der ist arbeiten. Wir müssen es alleine machen. Letztes Mal war er ja alleine und ich war krank. Deshalb machen wir es jetzt mal so. Halbfinale, ich weiß nicht, wie das laufen wird. In echt ist das bestimmt sehr schwierig. Wobei ich jetzt auch auf Halbprofi diesmal gestellt habe. Oh Gott, ist das schlecht. Egal. Komm. Und da habe ich trotzdem noch getroffen. Egal, so, ich drücke auf Start. Und ich hoffe, das klappt alles. Mal schauen, ob das alles so klappt. Wie wir uns das vorstellen. Auch ohne Webcam diesmal wieder. Und jetzt kommen unsere Spieler rein. Ich hoffe mal, das klappt alles. Und die Hunde bellen jetzt. Das finde ich ja wieder klasse. Ja, kommt, hört auf zu bellen. So, da kommen sie. Schweinsteiger. Groß. Schmelzer. Manni Breutmann und Hans. Irgendwie oder so. Brasilianische Trainer. Gibt nochmal Juri Löw die Hand. Wird ein bedeutendes Spiel. Das Spiel um den Einzug ins Finale. Und die brasilianische Hymne. Das Estadio do Maracanã wurde extra für die WM 2014 komplett restauriert. Thiago Silva ist aber gesperrt im echten Spiel. Der ist jetzt da. Ich habe die jetzt nicht rausgenommen. Wie Neymar auch. Der ist ja verletzt eigentlich. Habe ich aber nicht rausgetan, weil es hätte ja sein können, dass sie trotzdem drin sind. Deutsche Hymne. Heute heißt es Brasilien gegen Deutschland. Ja, sehr schön. Philipp Lahm wieder genauso groß hier, das Public Viewing, und ich würde sagen, dann starten wir. Hier ist Neymar. Brasilien hat Anstoß auf gute 45 Minuten. Hoffentlich klappt alles so, wie wir das haben wollen. Und schon der erste Fehlpass, und da ist eine Fliege auf meinem Bildschirm. Mach Druck, mach Druck. So, erstmal schön geklärt. Groß hat den Ball. Und Klose hat angezeigt, dass er den Ball haben will. Und mal schauen. Ah, schade. Da hat er den Julius den Ball nicht bekommen. Das Gute ist dann für mich, nämlich den Ball. Und weiter geht's. Mit. Ah, ich passe mal zum Torwart zurück, weil. Ein bisschen sicher muss man spielen hier. So. Ach, Abseits. Schade. Immer weiter. Ich muss mal den Stopp machen, einmal kurz. Oh, da ist meine Maus ausgefallen. Ich wollte gerade was einstellen. Ist egal, komm. Machen wir einfach mal fortsetzen. Muss gleich wieder angehen, einfach. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Sehr gut vom Boateng. Und jetzt, komm. Ach, krass. Ne, da komme ich auch nicht dran. Wer hat den Ball? Fred hat den Ball. Oh, krass. Knapp am Tor vorbei. Abstoß. Und da. Sehr schön. Schade, das war nichts. Da wurde ich weggedrängt. Schade. Klose jetzt im Moment nicht. Oh Gott. Hulk, 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 Hulk. Oh, das war ja ein klecklicher Schuss. So, ich werfe mal den Ball. Oh, das war. Gut. Reus. Schade, hat nicht geklappt. Okay. Ich höre leider keinen Sound auf dem Kopfhörer oder überhaupt. Das ist das Problem. So, da ist ein
Jetzt hat Neymar den Ball. Jetzt sofort kontern. Da ist er. Özil. Ach, schwacher Schuss. Schade. So. Wo ist er denn? Ach ne, da habe ich den Kopf nicht bekommen. Brasilianer sind, glaube ich, im Moment am Vorteil. Ich habe zwar bessere Abwehrleistung. Was machen die denn da? Laufklose. Ah. Schade, hat's nicht geklappt. Wie ich es haben wollte. Huh. Genau, abseits. Ah. Komm. Da ist Neymar, der gute Stürmer. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. War der nicht drin. Gott sei Dank. Ich muss mal meine Maus wieder reparieren. So, ich mache Abstoß mit neuer. Brasilianer sind echt im Vorteil. Ich bin ja mal gespannt, wie es wirklich ab morgen ist. So, da. Und Klose ist durch. Oh, da ist er. Knapp dran gekommen. Ist noch eine Ecke. Ist noch eine Ecke geworden. Oder macht es sich eben bezahlt, wenn der Keeper da ist, wenn er wach ist? So, dann. Und. Ah, Mist. So, Abstoß für Brasilien. 29. Minute 0-0. Okay, ich spiele jetzt auch diesmal auf Halbprofi, weil ich gedacht habe, es muss ein bisschen Schwierigkeit sein. Jetzt immer mehr Hektik für Deutschland. Und sehr schön von Boateng, glaube ich, gerade wieder. Jetzt aber der Konter. So, jetzt Klose. Nicht geschafft. Schade. Ah, das war knapp. Hätte das 1-0 werden können. Hätte Fahrradkette, sage ich auch. Oh, Neymar schon wieder. Der ist schnell. Neuer geht nicht hin, ja. Lässt ihn noch ein bisschen laufen. Und wirft ins Aus. Ey, oh Gott. So. Thiago Silva gesperrt auch wegen gelber Karte im letzten Spiel. Und davor hatte der auch eine gelbe Karte, glaube ich. Und die werden ja immer aufgespart. Oh. Sehr gut. Mertesacker. Oh. Neuer, viel zu tun. Da nochmal die Szene eben. Die war echt. Also, das war ein guter Angriff. Auch eine gute Chance. Hätte es werden können. Aber nichts gegen. So. Oh. Ist noch nicht bereinigt. Mist. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt so ein schnelles Konterspiel machen. Was war das? Abseits. Sehr schön. Oh, gleich in 4 Minuten ist Pause. Und dann noch vielleicht die Nachspielzeit. Aber Deutschland mit weniger Chancen im Moment. Und wieder Abseits. Halk stand im Abseits. Schade. Schade für Brasilien. So, ich passe mal. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Klose. Ah! Ah, das war Müller. Das wäre gut gewesen. Schade, 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 schade. Nochmal eine Ecke in der letzten Minute. Ah, nicht schon wieder. Fast.
fast hätte es was werden können. 45 Minuten, ich glaube, jetzt ist Abpfiff dann auch. Ne, noch nicht. Okay. Oh, immer lässt sich Deutschland hier den Ball abnehmen. Aber nochmal Klose. Ja! Da ist er. Und über den Torwart ein Salto gemacht. In der 45. Minute nochmal. Sehr schön. Sehr gut. Das gefällt mir doch. Da nochmal jetzt. Ne, Salto zeigen wir nicht. Gut, 1-0 gegen Brasilien im Moment. Eigentlich müsste er auch gleich abpfeifen. Ups. So, jetzt müsste er eigentlich mal langsam abpfeifen. Das war auch wieder gerade eine Szene. So, wo läuft einer mit? Oben, aber ist jetzt Halbzeit. 1-0, 45. Minute, Klose ein Tor gemacht. Spannende Halbzeit, fand ich. Brasilien im Vorteil, muss man dazu sagen. Klar im Vorteil. Hier nochmal eine Szene, aber wir machen jetzt mal auswechseln schon mal jemanden. Ich will nämlich in der Abwehr, will ich nämlich jemanden reinbringen gegen Schmelzer. Das ist nämlich der Hummels. Und dann müssen wir nachher mal gucken, ob wir Götze oder so reinbringen gegen Reus oder so. So, wir setzen mal fort das Spiel. Da, Hummels wird eingewechselt gegen Schmelzer. Und los geht die zweite Halbzeit dieses Halbfinales. Ich glaube, Taktik unverändert. Oh, da hat sich Müller verschätzt. Aber läuft da einer mit? Ja. Au. Da ist er nicht rangekommen. Luis Gustavo ist am Ball. Zu den Deutschen. Gepasst. Fehlpass, leider. Aber passiert auch mal ein Brasilianer. Und Hummels wird geschickt. Ah, schade. Was macht Hummels denn? Oh, knapp. Knapp, knapp, knappe Entscheidung. Hummels wurde aber geschickt. Der Mann, der gerade eingewechselt wurde von mir. Das ist das Gute. Vielleicht haben wir durch Hummels ja eine Chance. Und Klose wird geschickt. Ah, schade. Gegen Kopf von... Wer war das? Oh! So, jetzt kann Brasilien kontern. Aber von Deutschland abgehalten. So. Schade, hat nicht gepasst in die Lücke. Mist. Das klappt alles nicht. Läuft da unten einer? Nee, ne? Nochmal ausgeglichen. Oh, verschätzt. Da habe ich den Ball. Ah, schade. Ich habe den Grätsch, aber Per Mertesacker konnte nicht den Ball erobern. So, jetzt nochmal die Chance für Deutschland. Und wer wird geschickt? Reus sogar. Schade, hat nicht geklappt. Das klappt alles nicht, wie ich es haben will. Jetzt nochmal Hulk. Für die Brasilianer. Oh Gott. Oh. Knapp für Brasilien. Das war gut. Die hatten... Das gibt's ja nicht. Jetzt aber. Das gibt's nicht, echt nicht. Und wieso ist Neuer gerade rausgelaufen? Kann mir das mal jemand sagen?
So, weißt du was? Wir gucken mal eben, ob wir mal jemanden neu springen. Gegen Reus zum Beispiel. Kommt Götze, sonst haben wir eigentlich keinen, den ich so drin haben will. Deshalb mal fortsetzen. Ah, das war. So, wo finden die die Lücke? Aber wieder. Jetzt der Konter. Abgefangen vom Abwehrspieler. So, jetzt haben sie nochmal die Chance. Nein! Boah, die haben ein Schwein, die Deutschen. Gibt's ja nicht. Was mache ich da für eine Kacke, ey? Ich will auf jeden Fall noch die Führung einen ausbauen, weil das ist ja Kacke, ey. Nur 1-0. Das kann noch immer sich alles ändern. Da habe ich ihn. So, ich werfe den Ball. Oh, wieso? Abgefangen dieser Ball von Mesut Özil. Ja! 2-0. Klose macht es. Sehr schön. Sehr gutes Ding, ey. 2-0. Endlich habe ich die Führung ausgebaut. Gut. Das geht doch, ey. 2-0 ist ja noch eine Führung, die man machen kann. Sehr schön. Und da wird Götze ausgewechselt gegen Reus. Da müssen sich die Brasilianer jetzt mal einstellen darauf, dass ich. So, greift an. Au. Oh, Glück für die Deutschen, Pech für Brasilianer. Oh, Fred wird ausgewechselt. Aber ich glaube, das können sie nicht mehr richten. Weil 79. Minute ist ja schon jetzt gleich 80. Da ist nochmal Özil. Özil hat den Ball. Das gibt's doch nicht. So. Schaffen die Deutschen die Führung? Die schaffen das noch. Dann läuft er immer raus, aber. Gelbe für Halt. Ne, ich denke schon Elfmeter. Der kriegt echt. Boah, sehr schön. Ich glaube, das ist der Sieg. Ich glaube, den haben wir sowas von in der Tasche. Ah! Ja, 86. Minute, das haben wir sowas von drin. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Müller nochmal. Gucke mal einer. So, jetzt nochmal der Konter für Brasilien, aber ich glaube, wir sind in dem Spiel im Finale. Und das Finale, wenn Deutschland, sag ich mal, in echt nicht weiterkommen würde, würden wir das Finale auf jeden Fall auch spielen. Vielleicht nochmal die Chance für Deutschland. Da ist er. Wir stehen im Finale. Sehr schön. Aber ob es in echt ist, das wissen wir ja natürlich noch nicht. Es kann ja sein, dass wir in echten Finale nicht reinkommen. Dafür in dieses. Ich hoffe es einfach mal, dass wir vielleicht reinkommen. Da freuen sich die deutschen Spieler. Brasilianer natürlich enttäuscht. Sehr schön. Das war ja dann doch anstrengend.
Aber 2-0 ist eigentlich eine gute Führung gewesen und ich würde mich sagen, dann schön fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal im Finale, egal ob Deutschland weiter ist oder nicht, wir machen es auf jeden Fall auch. Bis dann, tschüss!